Ja, herzlich willkommen zu dem Unboxing zu der dritten Staffel von Supernatural. Hier ist es so, dass die dritte Staffel nur auf DVD erschienen ist und nicht auf Blu-ray. Das ist ein bisschen doof. Wenn man die explizit auf Blu-ray haben möchte, müsste man sich dann einen Import holen. Aber naja, gut. Eine weitere Besonderheit ist auch, dass Supernatural hier ab 18 freigegeben ist. Die restlichen Staffeln und Episoden sind eigentlich mal ab 16. Und die andere Besonderheit ist, dass diese Staffel weniger Episoden hat als andere, weil das so war, dass der Autorenstreik in den USA zu dieser Zeit stattfand, wo diese Staffel gedreht wurde und man daher weniger Episoden dann zur Verfügung hatte. Ja, hinten wieder eine kurze Info, was so passiert ist. Sollte man sich natürlich spoilermäßig jetzt nicht vielleicht gleich durchlesen. Dann wieder hier die Specials, unten die technischen Daten. Und hier ist das so, dass es auch einen Schuber gibt. Aber es ist jetzt nicht eine dicke MRA, sondern diese typischen einzelnen DVD-Hüllen, wo halt immer draufsteht, Disc 1, wie welche Episoden da drauf sind, was da ungefähr dran vorkommt. Und dann sind die hier so dran. Das ist natürlich nicht so schön wie eigentlich die Blu-rays, wo man eine dicke MRA hatte und man dann so ein nettes kleines Booklet bekommen hat. Ah, naja, vielleicht wird Warner Bros. Irgendwann mal noch die dritte Staffel auf Blu-ray veröffentlichen, obwohl wahrscheinlich gibt es da eher dann noch irgendwann eine Komplettbox. Aber auch hier ist das Design eigentlich einheitlich mit den einzelnen Bildern und den Hintergründen und auch der Farbpalette. Das wurde beibehalten. Hier haben wir die Disc, die eigentlich ab 18 freigegeben ist, und ansonsten hier noch die anderen. Ja, als Supernatural-Fan möchte man natürlich eigentlich alle Staffeln bei sich zu Hause haben. Deswegen ist das ein bisschen doof, dass dann die dritte nicht auf Blu-ray erschienen ist, weil das dann auch einfach dämlich dann im Regal aussieht, wenn man dann so, auch wenn es im selben Design gehalten ist, dann doch unterschiedliche Verpackungen dann stehen hat. Ja, das war es soweit zu diesem kleinen Unboxing. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Sammeln.